Karl Marx, 1818 bis 1883. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Der junge Mann, Doktor der Philosophie, der diesen Gedanken 1848 in sein Manuskript niederschreibt, ist sich der Tragweite seiner Worte kaum bewusst. Dieser Satz kennzeichnet einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie, die bis dahin nur um ihrer selbst willen betrieben wurde. Dieser Satz begründet auch das Denkgebäude, das wir heute als Marxismus bezeichnen. Karl Marx, Philosoph, Soziologe und Politiker in einer Person, hat das Bewusstsein der Menschen verändert und die Geschichte bedeutend geprägt. Er hatte die Vision einer klassenlosen Gesellschaft, in der soziale Gerechtigkeit herrscht und ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen möglich ist. Gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Klassengegensätze zwischen den immer ärmer werdenden Arbeitern und den immer reicher werdenden Kapitalisten enorm. Karl Marx kämpfte gegen diese Zustände sein ganzes Leben lang an. Der unbequeme Philosoph war daher für die bestehenden Monarchien der damaligen Zeit ein Revolutionär und Staatsfeind. In seinem Buch »Das Kapital« legt er ausführlich dar, wie und auf welcher Grundlage die veränderte Welt entstehen soll. Mit dieser wissenschaftlichen Analyse des Kapitalismus hatte er wie kein anderer Philosoph einen weitreichenden Einfluss auf die praktische Politik. Im Landstädtchen Trier, das damals gerade einmal 12.000 Einwohner hatte, wird Karl am 5. Mai 1818 als drittes Kind von Heinrich und Henrietta Marx geboren. Seine Eltern stammen aus alteingesessenen jüdischen Rabbinerfamilien. Sein Vater ist ein angesehener Jurist. Als der kleine Karl 6 Jahre alt ist, sieht sich der Vater gezwungen, mit der ganzen Familie zum Protestantismus zu konvertieren, als Jude unter der preußischen Obrigkeit mit ihren judenfeindlichen Gesetzen hätte er sein Amt als Justizrat sonst nicht weiterführen dürfen. Durch den Übertritt sichert er der Familie zwar einen hohen Lebensstandard und seinem Sohn eine finanziell sorglose Kindheit, innerhalb der Familie kommt es aber zu heftigen Auseinandersetzungen. Marx Großvater, der Rabbiner ist, kann die Abwendung vom jüdischen Glauben nicht verwinden. Den Streit in der Familie bekommen natürlich auch die Kinder mit, und so verwundert es nicht, dass Karl, der das Gymnasium der Stadt Trier besucht und mit 17 Jahren einen hervorragenden Abschluss macht, im Fach Religion schlechte Zensuren erhält. Er weigert sich, sich mit religiösen Themen auch nur im Entferntesten zu befassen. Schon zu seiner Schulzeit ist für Karl klar, dass er Großes in der Menschheitsgeschichte bewirken will. In einem Aufsatz schildert er, dass er sein Lebensziel nicht im Erreichen einer glänzenden gesellschaftlichen Stellung, sondern in der Arbeit für die Menschheit sieht. In Bonn beginnt Karl zunächst das Studium der Rechtswissenschaften. Er studiert in Berlin weiter und folgt dem Rat seines Vaters, zur Ablenkung vom Paragraphen Pauken zusätzlich Vorlesungen in Philosophie und Geschichte zu hören. Gern nimmt der junge Karl diesen Ratschlag an, da ihn das trockene Jurastudium anödet. Stattdessen begeistert ihn Hegels Philosophie, die sein Denken entscheidend beeinflussen wird. Als Karl, inzwischen 18 Jahre alt, in den Semesterferien nach Hause kommt, verliebt er sich unsterblich in Jenny von Westfalen. Sie ist die Tochter eines mit der Familie befreundeten Barons. Auch Jenny empfindet tiefe Zuneigung zu Karl. Doch weder seine noch ihre Familie sind mit der Verbindung einverstanden. Denn wer ist Karl schon? Ein einfacher Student, dem 1000 Dinge durch den Kopf gehen. Als er sich im folgenden Jahr dennoch heimlich mit der viel umworbenen Jenny verlobt, kommt es zum Eklat mit seinem Vater. Wie kann ein Student mit der Verlobung eine bürgerliche Verpflichtung eingehen, die er nicht im geringsten erfüllen kann, noch dazu mit einer Frau aus einer angesehenen und einflussreichen Adelsfamilie? Karl ist tief verletzt. Diesen Konflikt mit dem Vater kann er allerdings nicht mehr lösen. Der Vater stirbt im Frühjahr 1838.
Das intensiv betriebene Philosophiestudium, in dem sich Marx neben Hegel auch mit der spätgriechischen Philosophie auseinandersetzt, schließt er mit 23 Jahren in Jena mit der Doktorarbeit über den antiken Materialismus ab. Im Weltverständnis des antiken Materialismus besitzt die Materie größere Bedeutung als der Geist. Diese Auffassung teilt Marx und entwickelt daraus den historischen Materialismus. Hier bestimmen die materiellen Lebensbedingungen in einer Gesellschaft sogar das Denken und das Bewusstsein der Menschen und sind somit für die Entwicklung der Geschichte ausschlaggebend. Marx genießt durch seinen philosophischen Verstand in seinem Umfeld großes Ansehen. Ein Freund beschreibt ihn in einem Brief folgendermaßen: »Du kannst dich darauf gefasst machen, den größten, vielleicht den einzigen jetzt lebenden Philosophen kennenzulernen. Dr. Marx, so heißt mein Abgott, ist noch ein ganz junger Mann, der der mittelalterlichen Religion und Politik den letzten Stoß versetzen wird. Denke dir Rousseau, Voltaire, Lessing, Heine und Hegel in einer Person vereinigt.« Leider wird ihm an der Universität dennoch keine wissenschaftliche Stelle angeboten, und so beginnt Marx seine Berufslaufbahn bei der Rheinischen Zeitung als Redakteur. Durch die journalistische Tätigkeit erfährt er von den Lebensumständen der Arbeiter. Sie verrichten in den neu entstehenden Fabriken schwere und monotone Tätigkeiten und arbeiten bis zu 14 Stunden am Tag. Selbst Schwangere müssen weiterarbeiten, um mit ihren Familien überleben zu können. Das führt zu unbeschreiblich schlimmen sozialen Verhältnissen. Karl Marx ist über diese Ausbeutung durch die Kapitalisten wütend und empört. Seine sozialkritische Phase beginnt. In der Auseinandersetzung um eine gerechte Staatsordnung studiert Marx zahlreiche Gesellschaftstheorien. Ging sein Lehrer Hegel in seiner Staatsphilosophie noch davon aus, dass die Kraft, die die Geschichte vorantreibt, in einem Weltgeist ihren Ursprung hat, so stellt sich für Marx die Entwicklung der Geschichte genau umgekehrt dar. Seine These lautet: Ausschlaggebend für die Geschichte sind die Veränderungen der materiellen Lebensbedingungen. Denn die sind es, die das Denken und das Bewusstsein der Menschen bestimmen. Marx hat die Vision von einem Staat, der es den Menschen ermöglicht, in Freiheit eine erfüllende Arbeit auszuüben. Dadurch soll jeder gut und ohne Not leben können. Unter diesen optimalen Bedingungen würde seiner Meinung nach der Verlauf der Geschichte ganz anders aussehen als unter schlechten materiellen Lebensbedingungen. Marx setzt damit der Zeit der großen philosophischen Systeme, wie sie bis Hegel erstellt wurden, ein Ende. Für ihn muss sich Philosophie mit der wirklichen Welt beschäftigen und demnach eine Handlungsphilosophie sein. Im Sommer 1843 kündigt er seine Stelle in der Redaktion der Rheinischen Zeitung. Er sieht seine Möglichkeiten in Deutschland ausgeschöpft und wünscht sich für die Umsetzung seiner sozialen Anliegen eine größere, eine europäische Bühne. Da kommt ihm das Angebot seines Freundes Arnold Ruge gerade recht, in Frankreich die deutsch-französischen Jahrbücher mitzupublizieren. Als Gegenleistung sichert ihm Ruge ein festes Einkommen zu. Endlich kann Marx daran denken, eine Familie zu gründen. Nachdem auch Jennys Vater zwischenzeitlich gestorben ist, steht einer Heirat nichts und niemand mehr im Weg. Und so geben sich die beiden nach siebenjähriger Verlobungszeit am 12. Juni 1843 das Jawort. Die junge Ehe beginnt mit einem Umzug nach Paris, damit Marx seine Stelle als Herausgeber der Jahrbücher antreten kann. Doch er überwirft sich mit Ruge und die neue Zeitschrift erscheint nur ein einziges Mal. Im Mai des kommenden Jahres wird bereits seine erste Tochter, die nach der Mutter Jenny genannt wird, geboren. Da durch den Wegfall seiner Redakteurstätigkeit das erhoffte Einkommen ausbleibt, muss sich Karl von Freunden in Köln Geld leihen. In anderer Hinsicht ist die Zeit in Paris jedoch ein enormer Gewinn. Sie ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Marx trifft dort mit dem Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Engels zusammen.
Die beiden sind nicht nur sehr ähnliche Persönlichkeiten, sondern sie erkennen eine komplette Übereinstimmung ihrer Ansichten. Es waren allerdings unterschiedliche Wege, die sie zu ihrem gemeinsamen Standpunkt führten. Marx kam zu seinen wirtschaftspolitischen Erkenntnissen über theoretische Studien, Engels über die Arbeit in der Textilfabrik seines Vaters. Sie werden von nun an eng zusammenarbeiten, und es sollen eine Menge gemeinsam verfasster Schriften entstehen, darunter das für den Marxismus so bedeutende Kommunistische Manifest. Die Familie Marx lebt gerade einmal 2 Jahre in der französischen Hauptstadt. Da wird Marx auf Betreiben der preußischen Regierung als Aufrührer verurteilt. Umgehend muss er aus Paris flüchten. In Brüssel tritt er dem Bund der Kommunisten bei, der mit der Parole »Proletarier aller Länder vereinigt euch« berühmt geworden ist. Marx kann sich mit der bestehenden Monarchie nicht mehr identifizieren und macht deshalb Nägel mit Köpfen. Er tritt aus dem preußischen Staatsverband aus und führt nun ein Leben als Staatenloser und Revolutionär. Von nun an ist seine theoretische Arbeit untrennbar mit seiner Person und seinem politischen Werk verbunden. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Diese revolutionären und vorausschauenden Worte des Kommunistischen Manifests nehmen in Frankreich Gestalt an. Im Februar 1848 bricht die Revolution aus. König Leopold von Belgien ist bestürzt über die Unruhen und Aufstände im Nachbarland und fürchtet, der Funke könne überspringen. Um dies zu verhindern, ordnet er an, alle Straßen von verdächtig erscheinenden Ausländern zu räumen. Marx wird verhaftet und muss, ebenso wie seine Frau Jenny, eine Nacht mit niederem Gesindel in einer Zelle verbringen. Am folgenden Tag wird der Arrest zwar aufgehoben, doch der deutsche Aufrührer und seine Familie müssen umgehend das Land verlassen. Die Familie kehrt nach Köln zurück. Marx nimmt wieder eine Stelle als Redakteur an, diesmal bei der Neuen Rheinischen Zeitung als Chefredakteur. Der gerade einmal 30-jährige Marx steht schon zu dieser Zeit an der Spitze einer weitreichenden Volksbewegung. Seine Arbeit sichert der Zeitung so großen Erfolg, dass einflussreiche Stadtväter eine weitere Herausgabe nach nur einem Jahr verbieten. Marx wird der Prozess wegen Aufheizung zur Rebellion gemacht. Er wird zwar freigesprochen, muss jedoch erneut ins Exil gehen. Wieder heißt es für die inzwischen 5-köpfige Familie, Koffer packen, um sich eine neue Bleibe zu suchen. Und das ohne einen Pfennig in der Tasche. Von Jennys Mitgift ist ihnen nur noch das Besteck geblieben, für das sie im Pfandhaus 200 Gulden bekommen. Damit kehren sie Deutschland für immer den Rücken. Nach einer anstrengenden Reise durch Deutschland und Frankreich kommt die Familie Marx in London an. Für 6 Jahre wohnen sie in der Dean Street 28, mitten in Soho. Zu jener Zeit ist dies das ärmste und heruntergekommenste Viertel ganz Londons. In der Zwei-Zimmer-Wohnung wird die Tochter Franziska geboren, die mit noch nicht einmal einem Jahr an einer Bronchitis stirbt. Selbst der kleine Sarg, in dem sie beerdigt wird, ist mit geliehenem Geld bezahlt. Der langjährige Freund Friedrich Engels lindert mit Geldgeschenken die ärgste Not der Familie. Trotz aller widrigen Umstände beginnt Marx mit der Arbeit an seinem Hauptwerk, das Kapital. Darin gibt er dem Befreiungskampf der Arbeiter eine wissenschaftliche Grundlage. Zum Schreiben besucht er regelmäßig den Lesesaal des Britischen Museums. Hier erarbeitet er das Konzept des wissenschaftlichen Sozialismus, der später Marxismus genannt werden sollte. Nebenbei schreibt er Artikel für die New York Tribune. Doch der spärliche Verdienst reicht bei weitem nicht aus für die große Familie. Es kommt der Tag, an dem Marx auch seinen letzten Anzug verpfänden muss und nun die kleine Wohnung nicht mehr verlassen kann. Zu allem Unglück werden seine Frau und seine Tochter Jenny krank. Doch das wenige Geld reicht nicht einmal für ausreichend Brot und Kartoffeln, geschweige denn für die notwendigen Medikamente.
Im Jahr 1855 wird seine vierte Tochter Eleanor geboren. Doch schon kurz nach diesem freudigen Ereignis stirbt sein einziger Sohn Edgar im Alter von 9 Jahren an Tuberkulose. Marx wird den schmerzlichen Verlust nie verwinden können. In einem Brief schreibt er einige Monate später an seinen Freund Friedrich Engels: »Ich hatte schon viel zu erleiden, doch erst jetzt weiß ich, was wahres Unglück ist.« Das Elend wird immer größer und nach 10 Jahren hat die Familie Marx alles verloren. Sie suchen eine Bleibe für die älteste Tochter Jenny und ziehen selbst ins Armenhaus. Doch trotz dieser schwierigen Lebenssituation verliert Marx nicht den Mut und behält seinen ungebrochenen Optimismus. Der Retter in der Not ist wieder einmal Engels. Mittlerweile Besitzer der väterlichen Fabrik übersendet er dem Freund die stolze Summe von 100 Pfund Sterling. Und dank einer unerwarteten Erbschaft kann die Familie Marx nun endlich der Armut den Rücken kehren. Trotz der harten Rückschläge hat Marx die letzten 18 Jahre seine gesamte Energie in die Arbeit an seinem Meisterwerk der Wirtschaftswissenschaften, das Kapital, investiert. In einem enthusiastisch vorgetragenen Monolog stellt Karl Marx dem Verleger Otto Meissner die Grundzüge seines Werkes vor und meint abschließend mit schwermütigem Humor: »Ich glaube nicht, dass schon jemals jemand so viel über Geld geschrieben hat, der so wenig davon besitzt wie ich.« Den Aspekt des Geldes hat er in diesem Buch, dem noch 3 weitere folgen sollen, von allen Seiten beleuchtet. Seine Hauptkritik richtet sich gegen die kapitalistische Ausbeutung der Arbeiter, die für ihre Arbeit nicht den Lohn erhalten, der ihnen eigentlich zusteht. Denn der Arbeiter erwirtschaftet mehr Geld, als er als Lohn ausgezahlt bekommt. Selbst wenn man noch andere Kosten, wie beispielsweise die Produktionskosten, vom Verkaufswert abzieht, bleibt immer ein Anteil übrig. Diesen nennt Marx Mehrwert oder Profit. Das bedeutet, dass der Kapitalist einen Wert an sich reißt, den eigentlich der Arbeiter geschaffen hat. Deshalb lautet seine Lösung eine klassenlose Gesellschaft, in der die Produktionsmittel, beispielsweise die Fabrikhallen oder Maschinen, der Gemeinschaft gehören, also eine kommunistische Gesellschaft. 1871 kommt Marx aufgrund seiner Kritik des Gothaer Programms mit den Führern der sich rasch entwickelnden Arbeiterbewegung in Kontakt und es entsteht ein reger Briefwechsel. Er wird Mitglied der ersten internationalen Arbeiterorganisation, die aufgrund interner Streitigkeiten aber bald zerfällt. Marx zieht sich aus dem politischen Leben immer mehr zurück und widmet sich dem Schreiben seines Lebenswerkes. Denn bislang ist erst der erste Band seines Kapitals erschienen und von den 3 weiteren Bänden steht nur das Konzept. Da wird seine geliebte Frau Jenny schwer krank. Sie leidet unsägliche Schmerzen. Karl, inzwischen ebenfalls an Tuberkulose erkrankt, weicht nicht von ihrer Seite. Als Jenny stirbt, ergreift ihn eine tiefe Depression. 1 Jahr und 3 Monate später schläft er selbst, im Alter von 65 Jahren, in seinem Lehnstuhl im Arbeitszimmer für immer ein. Am 14. März 1883 wird er auf dem Londoner Friedhof Highgate beerdigt. Friedrich Engels überlebt den Freund um 12 Jahre. Er gilt bis zu seinem Tod als die große Autorität des sich nun ausbreitenden Marxismus und ist rastlos tätig, das Marx'sche Werk in der Öffentlichkeit zu fördern und durchzusetzen. Victoria, 1819 bis 1901. Es ist der 2. Februar 1901. London, ganz Großbritannien und weite Teile der Welt trauern. Denn Victoria, die Königin von England und Kaiserin von Indien, wird zu ihrer letzten Ruhestätte geleitet. Wenige Tage zuvor war sie gestorben, nach 63 Jahren auf dem Thron. Als Alexandrina Victoria am 24. Mai 1819 zur Welt kommt,
bestehen zwar gute Chancen, dass sie irgendwann einmal den englischen Thron besteigen wird, doch ob es jemals so weit kommt, kann niemand wissen. Die kleine Prinzessin ist das erste Kind des Herzogs von Kent und seiner deutschen Frau Prinzessin Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Durch die Geburt der Tochter rückt der Herzog von Kent in der englischen Thronfolge an die vierte Stelle. Denn alle Söhne des regierenden Königs George III. Sind offiziell kinderlos und können somit den Fortbestand der Monarchie nicht sichern. Das Mädchen trägt den Titel Ihre königliche Hoheit Victoria, Prinzessin von Kent. Ihre Familie jedoch nennt sie schlicht und einfach Drina. Bis zu ihrem dritten Lebensjahr lernt sie nur Deutsch. Erst danach wird sie von Hauslehrern in der englischen Sprache unterrichtet. Prinzessin Victoria rückt sehr schnell in der Thronfolge nach vorne. Wenige Monate nach ihrer Geburt stirbt ihr Vater an einer Lungenentzündung. Kurz danach auch ihr Großvater, König George III., blind und vom Wahnsinn umnachtet. Ihr Onkel, der Prinz von Wales, rückt als George IV. Auf den Thron nach. Als das Mädchen 11 Jahre alt ist, stirbt auch er. Sein einzig verbliebener Bruder wird zu König William IV. Gekrönt. Er hat keine ehelichen Nachfolger. Seine 11 Kinder stammen aus einer unehelichen Verbindung mit einer Schauspielerin und kommen deshalb nicht für den Thron in Frage. Plötzlich ist Prinzessin Victoria die erste Kandidatin für die Krone von England. Und sie ist beliebt. Ein Zeitgenosse schreibt, ein freundlicheres, kleines Wesen hat man nie gesehen, wenn sie unbefangen ist, und das will sie offensichtlich nach Kräften sein. Sie macht wirklich ernst mit dem Lachen und reißt dabei den Mund auf, so weit es nur geht. Gleichzeitig versucht Victoria, sich von vielen Traditionen des Hoflebens zu lösen. Sie hat ihren eigenen Kopf und versucht, ihre Ideen durchzusetzen, auch wenn sie sich damit bei ihren Lehrern und bei den Höflingen nicht nur Freunde macht. Doch sie ist überzeugt, dass sie eines Tages Königin sein wird, und spätestens dann muss sie auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. 7 Jahre später ist es soweit. William IV. Stirbt im Sommer 1837 mit 71 Jahren. Victoria ist gerade 18 Jahre alt geworden und kann deshalb nahezu nahtlos nachrücken. Der Krönungstag ist eine Mischung aus würdevoller Zeremonie und Volksfest. Die Feierlichkeiten in der Westminster Abbey dauern 5 Stunden. Ein Lord und 8 junge Mädchen tragen die schier endlose Schleppe der jungen Königin, die alle 21 Punkte des Krönungsrituals ohne große Fehler absolviert, beobachtet von Vertretern aller Höfe Europas. Selbst als ihr die schwere goldene Krone Kopfschmerzen verursacht, hält sie eisern durch. Als sie die Kirche verlässt und in einem langen Festzug in den Palast gefahren wird, feiert eine riesige Menschenmenge die junge Monarchin. Später schreibt Victoria in ihr Tagebuch, die Begeisterung, Zuneigung und Loyalität waren wirklich anrührend. Und ich werde an diesen Tag immer als den stolzesten Tag meines ganzen Lebens zurückdenken. Die Krönung ist der Auftakt zu einer Festwoche, wie sie England noch nie erlebt hat. Im Hyde Park sind hunderte Zelte aufgeschlagen, tausende Händler, Gaukler, Artisten und Musiker unterhalten das Publikum. Jeden Tag ziehen die Regimenter der britischen Armee in feierlichen Paraden durch die Stadt. Die junge Königin ist beim Volk beliebt. Sie gilt als energisch, humorvoll und lebenslustig. Außerdem unter ihren Zeitgenossen als sehr hübsch. Auch die Lords des Oberhauses zieht sie in ihren Bann. Sie ist stets ganz die Königin, schreibt ein Herzog, und immer die bezauberndste, freundlichste, gefälligste, natürlichste Königin der Welt. Nur einen Punkt beobachten viele Höflinge mit Argwohn. Die Monarchin ist nicht verheiratet, und das, obwohl sie sich allmählich dem 20. Geburtstag nähert. Spötter munkeln schon, dass sie wohl als alte Jungfer regieren wird. Doch sie täuschen sich. Sehr bald heiratet sie ihren Cousin Albert, einen deutschen Prinzen. Es soll eine der glücklichsten Ehen werden, die das englische Königreich bis dahin gesehen hatte. Schon bald nach der Hochzeit ist die junge Königin schwanger. Insgesamt 9 Kinder entstammen der Ehe von Victoria und Albert.
Die Zeitungen der Zeit überschlagen sich, wenn sie das Glück des Paares auf dem Thron von England beschreiben. Für Victoria ist Albert ein Traummann. Zeitgenossen berichten, sie sei wie ein junges Mädchen in ihn verliebt. Außerdem übernimmt er immer stärker die Rolle des Regenten, führt in schwierigen Fällen die Korrespondenz mit anderen Königshäusern und die oft langwierigen Verhandlungen mit dem Oberhaus und der eigentlichen Regierung. Das ist ohnehin eine Aufgabe, mit der sich die junge Victoria nicht anfreunden kann. Ich liebe Ruhe und Frieden. Ich hasse Politik und Getümmel. Wir Frauen sind nicht fürs Regieren geschaffen. Und wenn wir gute Frauen sind, dann können wir diese männlichen Beschäftigungen nicht lieben, sagt sie einmal über ihr Amt. Die Königin ist zunächst mit der Erziehung der Kinder beschäftigt und verwendet darauf fast alle Energie. Das bringt ihr auch die Sympathie der Bevölkerung und der Zeitungen ein, denn England hungert nach einem moralischen Vorbild. Das Land steckt mitten in einem rasanten Wandel. Die industrielle Revolution lässt in den Städten Fabriken wie Pilze aus dem Boden schießen. Millionen von Menschen ziehen vom Land in die Städte. In London entstehen fast über Nacht ganze Stadtteile, in denen die Arbeiter mit ihren Familien leben. Allerdings haben sie keine soziale Absicherung. Es gibt keine Rentenkasse, keine Arbeitslosenhilfe. Wer seine Anstellung verliert oder bei einem Unfall verletzt wird, ist auf sich selbst gestellt. Viele der Arbeitersiedlungen gleichen bald Elendsvierteln, in denen Verbrechen, Alkoholismus und Prostitution blühen. Die königliche Familie bemüht sich, hier ein Vorbild an Moral, Würde und Anstand zu sein und Trost und Optimismus zu verbreiten. Diese Politik der leisen Töne hat Erfolg. Anders als in anderen europäischen Ländern kommt es nicht zu gewalttätigen Revolten in der Bevölkerung. Das Land schafft den friedlichen Wandel vom Agrar- zum Industriestaat. Experten schreiben diesen Erfolg vor allem dem leisen Vorbild Victorias zu. Die Königin ermuntert die Bevölkerung, sich nicht vom rechten Weg abbringen zu lassen und in harten Zeiten Halt und Trost nicht im Laster zu suchen, sondern in der Familie, im Gebet und in harter Arbeit. Trotz der sozialen Härten gibt es auch sehr viel Optimismus. Schließlich ist es eine Epoche des Wandels. Für Aufbruchstimmung sorgen die neuesten technischen Errungenschaften der Zeit, die von Victoria begeistert benutzt und propagiert werden, wie etwa die Eisenbahn. Um die neuen Möglichkeiten zu präsentieren und die Macht Englands und den Fortschritt zu demonstrieren, veranstaltet die Regierung 1851 die erste Weltausstellung in London. Die Königin selbst eröffnet die Schau am 1. Mai. Fabrikanten aus aller Welt zeigen dort ihre neuesten Maschinen. Die Menschen staunen angesichts riesiger Fabrikanlagen, glänzender Eisenbahnen und neuester Waffen. Höhepunkt der Schau aber ist die Architektur. Albert persönlich überwacht den Bau des riesigen Ausstellungsgeländes an der Themse. In der Mitte der Ausstellung thront ein überdimensionales Gebäude aus Glas, der sogenannte Kristallpalast. Die königliche Familie sucht unterdessen nach einem Wohnsitz auf dem Land. Victoria entscheidet sich für Schottland. Sie will so ein Zeichen für die Einheit Großbritanniens setzen und die störrischen Schotten enger an das Königshaus binden. Bei früheren Reisen hat sich die Königin in die Highlands verliebt. Wenn sie über Schottland spricht, gerät sie regelmäßig ins Schwärmen. Das liebe Hochland, ich liebe es wirklich. Ich fürchte sogar mehr als das unpoetische, nüchterne England. Prinzgemahl Albert fällt die Aufgabe des Bauherrn zu. In Balmoral im schottischen Hochland lässt er ein königliches Jagdschloss errichten mit 70 Zimmern und 14 modernen Toiletten mit Wasserspülung. Die Zimmer werden gemütlich eingerichtet, um der schnell wachsenden Familie eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung zu geben. Victoria ist begeistert. Mit ihren Kindern erkundet sie die Umgebung, unternimmt lange Wanderungen und Reitausflüge. Dabei legt sie keinen großen Wert auf Luxus, ganz im Gegenteil. Immer wieder kehrt die Familie von den Wanderungen mit schmutzigen, von Dornen zerrissenen Kleidern zurück.
Der britische Hochadel rümpft darüber die Nase, aber das gemeine Volk liebt die königliche Familie für diese Naturverbundenheit. Doch das Glück währt nicht lange. England will eine größere Rolle in der Weltpolitik spielen und tritt auf der Seite der Türkei in den Krimkrieg gegen Russland ein. Die Zeitungen und die Bevölkerung sind sich einig. Es ist die patriotische Pflicht der freiheitsliebenden Engländer, gegen den Zaren von Russland zu kämpfen. Auch die Königin schließt sich der Kriegsstimmung an. Wie bereue ich es, dass ich kein Mann bin und im Krieg kämpfen darf. Es gibt für einen Mann keinen schöneren Tod, als auf dem Schlachtfeld zu fallen. Die meisten ihrer Soldaten sehen das anders, vor allem als die Kämpfe immer blutiger werden. Die Verluste der Truppen sind verheerend, die Zustände in den Heerlagern und vor allem in den Lazaretten spotten jeder Beschreibung. Die Versorgung der Verwundeten bei allen Kriegsparteien ist so schlecht, dass der öffentliche Aufschrei darüber schließlich dazu führt, dass sich künftig eine neutrale Organisation um Kriegsopfer kümmert. Der Krimkrieg wird zur Geburtsstunde des Roten Kreuzes. Auch in anderen Gegenden der Welt kämpfen englische Soldaten. In Indien kommt es zu einem landesweiten Aufstand gegen die East India Company. Diese private Handelsorganisation regiert das riesige Land mit dem Segen der Krone und mit eiserner Hand. Als die Situation außer Kontrolle gerät, schickt die Königin neue Soldaten, die den Aufstand blutig niederschlagen. Victoria glaubt fortan nicht mehr an die East India Company. Das Land wird direkt dem Königshaus unterstellt. Victoria erhält den Titel Kaiserin von Indien und versucht vor allem die indische Oberschicht kulturell enger an England zu binden. Britische Sportarten wie Cricket werden am Ganges populär. Britische Ingenieure bauen Telegrafenlinien und Eisenbahnstrecken, die teilweise noch 100 Jahre später in Betrieb sind. Innenpolitisch kämpft die Königin ebenfalls um ihre Position und um echte politische Macht. Ihr ist es nicht genug, als Mutter der Nation zu fungieren, während die echte Regierungsgewalt beim Premierminister liegt. Über Jahre und Jahrzehnte schlägt sie sich mit diesem Problem herum. Doch meistens kann sie sich mit ihren Vorstellungen durchsetzen. Zumindest im Geheimen vertrauen die meisten Ministerpräsidenten auf ihren Rat und ihr Urteil, auch wenn einige dies in der Öffentlichkeit nie zugeben würden. Schließlich sind sie offiziell dem Parlament und damit dem Volk verpflichtet, nicht aber der königlichen Familie. Doch Victoria ist eine geschickte Diplomatin, die auch gute Kontakte zu anderen europäischen Regierungen hat. Und nicht zuletzt ist sie die Kaiserin von Indien, der mit Abstand größten, reichsten und wichtigsten Kolonie Britanniens. Nie wieder wird ein britischer Monarch so viel politische Macht besitzen wie Victoria. In der königlichen Familie kommt es zu dieser Zeit zu schweren Schicksalsschlägen. Der Schlimmste trifft die Königin mitten ins Herz. Im Dezember 1861 stirbt ihr geliebter Mann Albert. In der Blüte ihrer Jahre wird die Königin zur Witwe. Sie trauert bis ans Ende ihres Lebens. Nie werde ich vergessen, wie schön mein Liebling aussah, als er da lag und die aufgehende Sonne sein Gesicht beleuchtete. Seine ungewöhnlich glänzenden Augen sahen unsichtbare Dinge und bemerkten mich nicht mehr. Jetzt ist niemand mehr da, der mich Victoria nennt. Von nun an trägt sie schwarz. Fast alle Fotos und Gemälde zeigen sie als Frau in Trauerkleidung mit melancholischem oder würdevoll ernstem Gesichtsausdruck. Die einst so lebenslustige Frau zieht sich immer mehr zurück und tritt jahrelang kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Der einzige Mann, der ihr künftig nahesteht, ist ihr persönlicher Diener John Brown. Der einst ländliche Schotte hat sich inzwischen zu einem belesenen Gentleman mit besten Manieren gemausert, der die Königin auf Schritt und Tritt begleitet.
Bei einem Anschlag auf die Monarchin wird er sogar zum Leibwächter und streckt den Attentäter mit einem Faustschlag nieder, bevor er ihm die Pistole abnimmt. Bald wollen die Gerüchte nicht mehr verstummen, nach denen Brown für Victoria mehr ist als ein Diener. Böse Zungen dichten den beiden über Jahre eine Affäre und sogar eine heimliche Hochzeit an, die allerdings nie bewiesen wird. Spötter geben der Königin den Spitznamen Mrs. Brown. Victoria schweigt nicht zu den Gerüchten, sondern geht in die Offensive. Als ihr Ratgeber empfehlen, Brown zu entlassen, ist sie entrüstet. Anstatt sich von Brown zu trennen, gibt sie ihm eine Gehaltserhöhung und behält ihn in ihren Diensten. Bald verstummen die Gerüchte, denn demonstrativ hält Victoria ihren verstorbenen Albert in Ehren. Sie geht so weit, in seinem Zimmer in Schloss Windsor jeden Tag einen frischen Anzug auf seinem Bett auslegen zu lassen, gerade so, als käme er jeden Moment ins Zimmer, um sich anzukleiden. Nach und nach verheiratet Victoria ihre Kinder und auch die ersten Enkel an die wichtigsten Höfe Europas und vermehrt damit ihren Einfluss in der Politik des Kontinents. Bald schreiben die Zeitungen von der Mutter Europas. 1887, am 50. Jahrestag ihrer Krönung, nehmen 50 Könige und Prinzen aus aller Welt am Festbankett teil. Wenige Jahre später ist sie die am längsten regierende Königin, die England je haben sollte. Gleichzeitig hält ihre Beliebtheit in der Bevölkerung an. Als sie ein Buch mit Gedanken über ihre Zeit in den schottischen Highlands veröffentlicht, warnen Kritiker, eine Königin dürfe ihre privaten Empfindungen nicht preisgeben, es bestehe die Gefahr, dass sie sich lächerlich mache. Die Schilderungen ihrer Gedanken über die Natur, die Schönheit des Landes und seiner Menschen seien schlicht und naiv. Das Publikum sieht es anders. Das Buch wird innerhalb weniger Tage ein Bestseller, dem weitere folgen sollen. Mit solchen Aktionen schafft es Victoria, trotz ihres zurückgezogenen Lebens, die Herzen der englischen Bevölkerung für sich schlagen zu lassen. Trotz aller Mütterlichkeit, wenn es um die Macht und den Einfluss des britischen Kolonialreiches geht, wenn die Sicherheit des Empire auf der Kippe steht, ist die alte Dame auf dem Thron immer noch eine glühende Patriotin, die jeden Einsatz des Militärs ohne jedes Zögern zu 100% unterstützt. Für besondere Heldentaten ihrer Soldaten stiftet sie einen Orden, das Victoria-Kreuz, das künftig nur in Ausnahmefällen als höchster und wertvollster Militärorden Großbritanniens verliehen wird. Als es in Südafrika zu einer Konfrontation zwischen England und den holländischen Buren kommt, steht sie noch einmal voller Patriotismus hinter dem Militär. Ihre Unterstützung wankt auch dann nicht, als die Soldaten die Frauen und Kinder der Buren unter unmenschlichen Bedingungen zusammentreiben und in Lager sperren. Dort sterben Tausende an Hunger, Durst und Krankheiten. Dies sei nun einmal der Preis des Krieges, gibt sie zu Protokoll. Victoria ist eine alte Frau. Von der einstigen Schönheit, dem Humor und der Energie ihrer Jugend ist wenig geblieben. Doch das stört die wenigsten Engländer. Die meisten von ihnen haben nie einen anderen Monarchen erlebt. Sie wurden zu Zeiten von Königin Victoria geboren und erleben sie als eine Art unsterbliches Symbol ihres Landes. Als sie im Jahr 1901 im Alter von 81 Jahren stirbt, nach mehr als 63 Jahren auf dem Thron, können sich viele Briten gar nicht vorstellen, wie das riesige Reich ohne seine Übermutter weiter bestehen soll. Doch Victoria hat in ihrer langen Regentschaft vieles geschaffen, was ihren Tod lange überdauern sollte. Mit ihrer Person und ihrer Politik hat sie die Kolonien kulturell eng an das britische Mutterland gebunden. Sie hat das funktionierende Gleichgewicht zwischen Krone, Parlament und Regierung geprägt. Und sie steht für den weitgehend friedlichen Übergang Großbritanniens zu einer neuzeitlichen industrialisierten Gesellschaft. Und nicht zuletzt ist sie ein moralisches Vorbild für ihre Untertanen, das am Ende für ein ganzes Zeitalter steht. K.
Karl Marx, 1818 bis 1883. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Der junge Mann, Doktor der Philosophie, der diesen Gedanken 1848 in sein Manuskript niederschreibt, ist sich der Tragweite seiner Worte kaum bewusst. Dieser Satz kennzeichnet einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie, die bis dahin nur um ihrer selbst willen betrieben wurde. Dieser Satz begründet auch das Denkgebäude, das wir heute als Marxismus bezeichnen. Karl Marx, Philosoph, Soziologe und Politiker in einer Person, hat das Bewusstsein der Menschen verändert und die Geschichte bedeutend geprägt. Er hatte die Vision einer klassenlosen Gesellschaft, in der soziale Gerechtigkeit herrscht und ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen möglich ist. Gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Klassengegensätze zwischen den immer ärmer werdenden Arbeitern und den immer reicher werdenden Kapitalisten enorm. Karl Marx kämpfte gegen diese Zustände sein ganzes Leben lang an. Der unbequeme Philosoph war daher für die bestehenden Monarchien der damaligen Zeit ein Revolutionär und Staatsfeind. In seinem Buch »Das Kapital« legt er ausführlich dar, wie und auf welcher Grundlage die veränderte Welt entstehen soll. Mit dieser wissenschaftlichen Analyse des Kapitalismus hatte er wie kein anderer Philosoph einen weitreichenden Einfluss auf die praktische Politik. Im Landstädtchen Trier, das damals gerade einmal 12.000 Einwohner hatte, wird Karl am 5. Mai 1818 als drittes Kind von Heinrich und Henrietta Marx geboren. Seine Eltern stammen aus alteingesessenen jüdischen Rabbinerfamilien. Sein Vater ist ein angesehener Jurist. Als der kleine Karl 6 Jahre alt ist, sieht sich der Vater gezwungen, mit der ganzen Familie zum Protestantismus zu konvertieren, als Jude unter der preußischen Obrigkeit mit ihren judenfeindlichen Gesetzen hätte er sein Amt als Justizrat sonst nicht weiterführen dürfen. Durch den Übertritt sichert er der Familie zwar einen hohen Lebensstandard und seinem Sohn eine finanziell sorglose Kindheit, innerhalb der Familie kommt es aber zu heftigen Auseinandersetzungen. Marx Großvater, der Rabbiner ist, kann die Abwendung vom jüdischen Glauben nicht verwinden. Den Streit in der Familie bekommen natürlich auch die Kinder mit, und so verwundert es nicht, dass Karl, der das Gymnasium der Stadt Trier besucht und mit 17 Jahren einen hervorragenden Abschluss macht, im Fach Religion schlechte Zensuren erhält. Er weigert sich, sich mit religiösen Themen auch nur im Entferntesten zu befassen. Schon zu seiner Schulzeit ist für Karl klar, dass er Großes in der Menschheitsgeschichte bewirken will. In einem Aufsatz schildert er, dass er sein Lebensziel nicht im Erreichen einer glänzenden gesellschaftlichen Stellung, sondern in der Arbeit für die Menschheit sieht. In Bonn beginnt Karl zunächst das Studium der Rechtswissenschaften. Er studiert in Berlin weiter und folgt dem Rat seines Vaters, zur Ablenkung vom Paragraphenpauken zusätzlich Vorlesungen in Philosophie und Geschichte zu hören. Gern nimmt der junge Karl diesen Ratschlag an, da ihn das trockene Jurastudium anödet. Stattdessen begeistert ihn Hegels Philosophie, die sein Denken entscheidend beeinflussen wird. Als Karl, inzwischen 18 Jahre alt, in den Semesterferien nach Hause kommt, verliebt er sich unsterblich in Jenny von Westfalen. Sie ist die Tochter eines mit der Familie befreundeten Barons. Auch Jenny empfindet tiefe Zuneigung zu Karl. Doch weder seine noch ihre Familie sind mit der Verbindung einverstanden. Denn wer ist Karl schon? Ein einfacher Student, dem 1000 Dinge durch den Kopf gehen. Als er sich im folgenden Jahr dennoch heimlich mit der viel umworbenen Jenny verlobt, kommt es zum Eklat mit seinem Vater. Wie kann ein Student mit der Verlobung eine bürgerliche Verpflichtung eingehen, die er nicht im geringsten erfüllen kann, noch dazu mit einer Frau aus einer angesehenen und einflussreichen Adelsfamilie? Karl ist tief verletzt. Diesen Konflikt mit dem Vater kann er allerdings nicht mehr lösen. Der Vater stirbt im Frühjahr 1838.
Das intensiv betriebene Philosophiestudium, in dem sich Marx neben Hegel auch mit der spätgriechischen Philosophie auseinandersetzt, schließt er mit 23 Jahren in Jena mit der Doktorarbeit über den antiken Materialismus ab. Im Weltverständnis des antiken Materialismus besitzt die Materie größere Bedeutung als der Geist. Diese Auffassung teilt Marx und entwickelt daraus den historischen Materialismus. Hier bestimmen die materiellen Lebensbedingungen in einer Gesellschaft sogar das Denken und das Bewusstsein der Menschen und sind somit für die Entwicklung der Geschichte ausschlaggebend. Marx genießt durch seinen philosophischen Verstand in seinem Umfeld großes Ansehen. Ein Freund beschreibt ihn in einem Brief folgendermaßen: Du kannst dich darauf gefasst machen, den größten, vielleicht den einzigen jetzt lebenden Philosophen kennenzulernen. Dr. Marx, so heißt mein Abgott, ist noch ein ganz junger Mann, der der mittelalterlichen Religion und Politik den letzten Stoß versetzen wird. Denke dir Rousseau, Voltaire, Lessing, Heine und Hegel in einer Person vereinigt. Leider wird ihm an der Universität dennoch keine wissenschaftliche Stelle angeboten, und so beginnt Marx seine Berufslaufbahn bei der Rheinischen Zeitung als Redakteur. Durch die journalistische Tätigkeit erfährt er von den Lebensumständen der Arbeiter. Sie verrichten in den neu entstehenden Fabriken schwere und monotone Tätigkeiten und arbeiten bis zu 14 Stunden am Tag. Selbst Schwangere müssen weiterarbeiten, um mit ihren Familien überleben zu können. Das führt zu unbeschreiblich schlimmen sozialen Verhältnissen. Karl Marx ist über diese Ausbeutung durch die Kapitalisten wütend und empört. Seine sozialkritische Phase beginnt. In der Auseinandersetzung um eine gerechte Staatsordnung studiert Marx zahlreiche Gesellschaftstheorien. Ging sein Lehrer Hegel in seiner Staatsphilosophie noch davon aus, dass die Kraft, die die Geschichte vorantreibt, in einem Weltgeist ihren Ursprung hat, so stellt sich für Marx die Entwicklung der Geschichte genau umgekehrt dar. Seine These lautet: Ausschlaggebend für die Geschichte sind die Veränderungen der materiellen Lebensbedingungen. Denn die sind es, die das Denken und das Bewusstsein der Menschen bestimmen. Marx hat die Vision von einem Staat, der es den Menschen ermöglicht, in Freiheit eine erfüllende Arbeit auszuüben. Dadurch soll jeder gut und ohne Not leben können. Unter diesen optimalen Bedingungen würde seiner Meinung nach der Verlauf der Geschichte ganz anders aussehen als unter schlechten materiellen Lebensbedingungen. Marx setzt damit der Zeit der großen philosophischen Systeme, wie sie bis Hegel erstellt wurden, ein Ende. Für ihn muss sich Philosophie mit der wirklichen Welt beschäftigen und demnach eine Handlungsphilosophie sein. Im Sommer 1843 kündigt er seine Stelle in der Redaktion der Rheinischen Zeitung. Er sieht seine Möglichkeiten in Deutschland ausgeschöpft und wünscht sich für die Umsetzung seiner sozialen Anliegen eine größere, eine europäische Bühne. Da kommt ihm das Angebot seines Freundes Arnold Ruge gerade recht, in Frankreich die deutsch-französischen Jahrbücher mitzupublizieren. Als Gegenleistung sichert ihm Ruge ein festes Einkommen zu. Endlich kann Marx daran denken, eine Familie zu gründen. Nachdem auch Jennys Vater zwischenzeitlich gestorben ist, steht einer Heirat nichts und niemand mehr im Weg. Und so geben sich die beiden nach 7-jähriger Verlobungszeit am 12. Juni 1843 das Jawort. Die junge Ehe beginnt mit einem Umzug nach Paris, damit Marx seine Stelle als Herausgeber der Jahrbücher antreten kann. Doch er überwirft sich mit Ruge und die neue Zeitschrift erscheint nur ein einziges Mal. Im Mai des kommenden Jahres wird bereits seine erste Tochter, die nach der Mutter Jenny genannt wird, geboren. Da durch den Wegfall seiner Redakteurstätigkeit das erhoffte Einkommen ausbleibt, muss sich Karl von Freunden in Köln Geld leihen. In anderer Hinsicht ist die Zeit in Paris jedoch ein enormer Gewinn. Sie ist der Beginn. Wenige Tage zuvor war sie gestorben, nach 63 Jahren auf dem Thron.
Als Alexandrina Victoria am 24. Mai 1819 zur Welt kommt, bestehen zwar gute Chancen, dass sie irgendwann einmal den englischen Thron besteigen wird, doch ob es jemals so weit kommt, kann niemand wissen. Die kleine Prinzessin ist das erste Kind des Herzogs von Kent und seiner deutschen Frau Prinzessin Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Durch die Geburt der Tochter rückt der Herzog von Kent in der englischen Thronfolge an die vierte Stelle. Denn alle Söhne des regierenden Königs George III. Sind offiziell kinderlos und können somit den Fortbestand der Monarchie nicht sichern. Das Mädchen trägt den Titel Ihre königliche Hoheit Victoria, Prinzessin von Kent. Ihre Familie jedoch nennt sie schlicht und einfach Drina. Bis zu ihrem dritten Lebensjahr lernt sie nur Deutsch. Erst danach wird sie von Hauslehrern in der englischen Sprache unterrichtet. Prinzessin Victoria rückt sehr schnell in der Thronfolge nach vorne. Wenige Monate nach ihrer Geburt stirbt ihr Vater an einer Lungenentzündung. Kurz danach auch ihr Großvater, König George III., blind und vom Wahnsinn umnachtet. Ihr Onkel, der Prinz von Wales, rückt als George IV. Auf den Thron nach. Als das Mädchen 11 Jahre alt ist, stirbt auch er. Sein einzig verbliebener Bruder wird zu König William IV. Gekrönt. Er hat keine ehelichen Nachfolger. Seine 11 Kinder stammen aus einer unehelichen Verbindung mit einer Schauspielerin und kommen deshalb nicht für den Thron in Frage. Plötzlich ist Prinzessin Victoria die erste Kandidatin für die Krone von England. Und sie ist beliebt. Ein Zeitgenosse schreibt, ein freundlicheres, kleines Wesen hat man nie gesehen, wenn sie unbefangen ist. Und das will sie offensichtlich nach Kräften sein. Sie macht wirklich ernst mit dem Lachen und reißt dabei den Mund auf, so weit es nur geht. Gleichzeitig versucht Victoria, sich von vielen Traditionen des Hoflebens zu lösen. Sie hat ihren eigenen Kopf und versucht, ihre Ideen durchzusetzen, auch wenn sie sich damit bei ihren Lehrern und bei den Höflingen nicht nur Freunde macht. Doch sie ist überzeugt, dass sie eines Tages Königin sein wird, und spätestens dann muss sie auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. 7 Jahre später ist es soweit. William IV. Stirbt im Sommer 1837 mit 71 Jahren. Victoria ist gerade 18 Jahre alt geworden und kann deshalb nahezu nahtlos nachrücken. Der Krönungstag ist eine Mischung aus würdevoller Zeremonie und Volksfest. Die Feierlichkeiten in der Westminster Abbey dauern 5 Stunden. Ein Lord und 8 junge Mädchen tragen die schier endlose Schleppe der jungen Königin, die alle 21 Punkte des Krönungsrituals ohne große Fehler absolviert, beobachtet von Vertretern aller Höfe Europas. Selbst als ihr die schwere goldene Krone Kopfschmerzen verursacht, hält sie eisern durch. Als sie die Kirche verlässt und in einem langen Festzug in den Palast gefahren wird, feiert eine riesige Menschenmenge die junge Monarchin. Später schreibt Victoria in ihr Tagebuch, die Begeisterung, Zuneigung und Loyalität waren wirklich anrührend. Und ich werde an diesen Tag immer als den stolzesten Tag meines ganzen Lebens zurückdenken. Die Krönung ist der Auftakt zu einer Festwoche, wie sie England noch nie erlebt hat. Im Hyde Park sind hunderte Zelte aufgeschlagen, tausende Händler, Gaukler, Artisten und Musiker unterhalten das Publikum. Jeden Tag ziehen die Regimenter der britischen Armee in feierlichen Paraden durch die Stadt. Die junge Königin ist beim Volk beliebt. Sie gilt als energisch, humorvoll und lebenslustig. Außerdem unter ihren Zeitgenossen als sehr hübsch. Auch die Lords des Oberhauses zieht sie in ihren Bann. Sie ist stets ganz die Königin, schreibt ein Herzog, und immer die bezauberndste, freundlichste, gefälligste, natürlichste Königin der Welt. Nur einen Punkt beobachten viele Höflinge mit Argwohn. Die Monarchin ist nicht verheiratet, und das, obwohl sie mehr verlassen kann. Zu allem Unglück werden seine Frau und seine Tochter Jenny krank. Doch das wenige Geld reicht nicht einmal für ausreichend Brot und Kartoffeln. Geschweige denn für die notwendigen Medikamente. Im Jahr 1855 wird seine vierte Tochter Eleanor geboren.
Doch schon kurz nach diesem freudigen Ereignis stirbt sein einziger Sohn Edgar im Alter von 9 Jahren an Tuberkulose. Marx wird den schmerzlichen Verlust nie verwinden können. In einem Brief schreibt er einige Monate später an seinen Freund Friedrich Engels: »Ich hatte schon viel zu erleiden, doch erst jetzt weiß ich, was wahres Unglück ist.« Das Elend wird immer größer, und nach 10 Jahren hat die Familie Marx alles verloren. Sie suchen eine Bleibe für die älteste Tochter Jenny und ziehen selbst ins Armenhaus. Doch trotz dieser schwierigen Lebenssituation verliert Marx nicht den Mut und behält seinen ungebrochenen Optimismus. Der Retter in der Not ist wieder einmal Engels. Mittlerweile Besitzer der väterlichen Fabrik übersendet er dem Freund die stolze Summe von 100 Pfund Sterling. Und dank einer unerwarteten Erbschaft kann die Familie Marx nun endlich der Armut den Rücken kehren. Trotz der harten Rückschläge hat Marx die letzten 18 Jahre seine gesamte Energie in die Arbeit an seinem Meisterwerk der Wirtschaftswissenschaften, das Kapital, investiert. In einem enthusiastisch vorgetragenen Monolog stellt Karl Marx dem Verleger Otto Meissner die Grundzüge seines Werkes vor und meint abschließend mit schwermütigem Humor: »Ich glaube nicht, dass schon jemals jemand so viel über Geld geschrieben hat, der so wenig davon besitzt wie ich.« Den Aspekt des Geldes hat er in diesem Buch, dem noch 3 weitere folgen sollen, von allen Seiten beleuchtet. Seine Hauptkritik richtet sich gegen die kapitalistische Ausbeutung der Arbeiter, die für ihre Arbeit nicht den Lohn erhalten, der ihnen eigentlich zusteht. Denn der Arbeiter erwirtschaftet mehr Geld, als er als Lohn ausgezahlt bekommt. Selbst wenn man noch andere Kosten, wie beispielsweise die Produktionskosten, vom Verkaufswert abzieht, bleibt immer ein Anteil übrig. Diesen nennt Marx Mehrwert oder Profit. Das bedeutet, dass der Kapitalist einen Wert an sich reißt, den eigentlich der Arbeiter geschaffen hat. Deshalb lautet seine Lösung eine klassenlose Gesellschaft, in der die Produktionsmittel, beispielsweise die Fabrikhallen oder Maschinen, der Gemeinschaft gehören, also eine kommunistische Gesellschaft. 1871 kommt Marx aufgrund seiner Kritik des Gothaer Programms mit den Führern der sich rasch entwickelnden Arbeiterbewegung in Kontakt und es entsteht ein reger Briefwechsel. Er wird Mitglied der ersten internationalen Arbeiterorganisation, die aufgrund interner Streitigkeiten aber bald zerfällt. Marx zieht sich aus dem politischen Leben immer mehr zurück und widmet sich dem Schreiben seines Lebenswerkes. Denn bislang ist erst der erste Band seines Kapitals erschienen und von den 3 weiteren Bänden steht nur das Konzept. Da wird seine geliebte Frau Jenny schwer krank. Sie leidet unsägliche Schmerzen. Karl, inzwischen ebenfalls an Tuberkulose erkrankt, weicht nicht von ihrer Seite. Als Jenny stirbt, ergreift ihn eine tiefe Depression. 1 Jahr und 3 Monate später schläft er selbst, im Alter von 65 Jahren, in seinem Lehnstuhl im Arbeitszimmer für immer ein. Am 14. März 1883 wird er auf dem Londoner Friedhof Highgate beerdigt. Friedrich Engels überlebt den Freund um 12 Jahre. Er gilt bis zu seinem Tod als die große Autorität des sich nun ausbreitenden Marxismus und ist rastlos tätig, das Marx'sche Werk in der Öffentlichkeit zu fördern und durchzusetzen. Victoria, 1819 bis 1901. Es ist der 2. Februar 1901. London, ganz Großbritannien und weite Teile der Welt trauern. Denn Victoria, die Königin von England und Kaiserin von Indien, wird zu ihrer letzten Ruhestätte gelangen, einer lebenslangen Freundschaft. Marx trifft dort mit dem Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Engels zusammen. Die beiden sind nicht nur sehr ähnliche Persönlichkeiten, sondern sie erkennen eine komplette Übereinstimmung ihrer Ansichten. Es waren allerdings unterschiedliche Wege, die sie zu ihrem gemeinsamen Standpunkt führten. Marx kam zu seinen wirtschaftspolitischen Erkenntnissen über theoretische Studien, Engels über die Arbeit in der Textilfabrik seines Vaters. Sie werden von nun an eng zusammenarbeiten,
und es sollen eine Menge gemeinsam verfasster Schriften entstehen, darunter das für den Marxismus so bedeutende Kommunistische Manifest. Die Familie Marx lebt gerade einmal 2 Jahre in der französischen Hauptstadt. Da wird Marx auf Betreiben der preußischen Regierung als Aufrührer verurteilt. Umgehend muss er aus Paris flüchten. In Brüssel tritt er dem Bund der Kommunisten bei, der mit der Parole »Proletarier aller Länder vereinigt euch« berühmt geworden ist. Marx kann sich mit der bestehenden Monarchie nicht mehr identifizieren und macht deshalb Nägel mit Köpfen. Er tritt aus dem preußischen Staatsverband aus und führt nun ein Leben als Staatenloser und Revolutionär. Von nun an ist seine theoretische Arbeit untrennbar mit seiner Person und seinem politischen Werk verbunden. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Diese revolutionären und vorausschauenden Worte des Kommunistischen Manifests nehmen in Frankreich Gestalt an. Im Februar 1848 bricht die Revolution aus. König Leopold von Belgien ist bestürzt über die Unruhen und Aufstände im Nachbarland und fürchtet, der Funke könne überspringen. Um dies zu verhindern, ordnet er an, alle Straßen von verdächtig erscheinenden Ausländern zu räumen. Marx wird verhaftet und muss, ebenso wie seine Frau Jenny, eine Nacht mit niederem Gesindel in einer Zelle verbringen. Am folgenden Tag wird der Arrest zwar aufgehoben, doch der deutsche Aufrührer und seine Familie müssen umgehend das Land verlassen. Die Familie kehrt nach Köln zurück. Marx nimmt wieder eine Stelle als Redakteur an, diesmal bei der Neuen Rheinischen Zeitung als Chefredakteur. Der gerade einmal 30-jährige Marx steht schon zu dieser Zeit an der Spitze einer weitreichenden Volksbewegung. Seine Arbeit sichert der Zeitung so großen Erfolg, dass einflussreiche Stadtväter eine weitere Herausgabe nach nur einem Jahr verbieten. Marx wird der Prozess wegen Aufheizung zur Rebellion gemacht. Er wird zwar freigesprochen, muss jedoch erneut ins Exil gehen. Wieder heißt es für die inzwischen 5-köpfige Familie, Koffer packen, um sich eine neue Bleibe zu suchen. Und das ohne einen Pfennig in der Tasche. Von Jennys Mitgift ist ihnen nur noch das Besteck geblieben, für das sie im Pfandhaus 200 Gulden bekommen. Damit kehren sie Deutschland für immer den Rücken. Nach einer anstrengenden Reise durch Deutschland und Frankreich kommt die Familie Marx in London an. Für 6 Jahre wohnen sie in der Dean Street 28, mitten in Soho. Zu jener Zeit ist dies das ärmste und heruntergekommenste Viertel ganz Londons. In der Zwei-Zimmer-Wohnung wird die Tochter Franziska geboren, die mit noch nicht einmal einem Jahr an einer Bronchitis stirbt. Selbst der kleine Sarg, in dem sie beerdigt wird, ist mit geliehenem Geld bezahlt. Der langjährige Freund Friedrich Engels lindert mit Geldgeschenken die ärgste Not der Familie. Trotz aller widrigen Umstände beginnt Marx mit der Arbeit an seinem Hauptwerk, das Kapital. Darin gibt er dem Befreiungskampf der Arbeiter eine wissenschaftliche Grundlage. Zum Schreiben besucht er regelmäßig den Lesesaal des Britischen Museums. Hier erarbeitet er das Konzept des wissenschaftlichen Sozialismus, der später Marxismus genannt werden sollte. Nebenbei schreibt er Artikel für die New York Tribune. Doch der spärliche Verdienst reicht bei weitem nicht aus für die große Familie. Es kommt der Tag, an dem Marx auch seinen letzten Anzug verpfänden muss und nun die kleine Wohnung nicht